Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Genshin Impact. Tut mir übrigens hammermäßig leid, dass in den gestrigen beiden Folgen mein Mikrofon-Sound so extrem linksbündig war. Wo ist die vierte Mission? Ah, da. Nee. Eins, zwei, drei, da. Und dann Anna, leider. Oh, meine arme Anna. Leider habe ich dich auf diesem Spielstand verkackt. Aber ich konnte dich zumindest am anderen Spielstand safen. Meine liebe, liebe Anna. Ja. Alright. Ich wollte nur den Loot haben. Den brauche ich nämlich. Oh. With the wind. Jetzt kommt gleich Snow. Dun, 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 dun. Eins und zwei und habe ich da noch einen Fisch mitgenommen? Dann haben wir hier noch eine Wasserlilie. Und kurz nochmal heilen. Obwohl, so wie das jetzt gerade aussieht, ist das nur hier Ding. Sprinten. Ja, volle Kraft voraus, ist ein Rennen. Ich meine, ja, da haben wir auch Gegner, aber nicht so krasse. Snow. Oh Gott. Nein, ich hab's nicht gestartet. Hudao, dreh um. Wir müssen dann nochmal hoch. Midi. Dann kann ich noch mal kurz warm machen. Ja. Und los geht's.
So, jetzt geht's wieder um den Schleimballon zu beschützen. Ah. Ich würde mir echt wünschen, dass ich die Mission einfach zurückdrehen könnte und ich wieder die alte Anna habe, ohne dieses hässliche Outfit. Mann, warum ist die Mission nicht automatisch markiert, wenn ich die vorherige Mission markiert hatte? Wir fangen, by the way, jetzt in dieser Folge keinen Legendenauftrag an, weil ich werde die Folge jetzt gleich rendern. Während dem Rendern werde ich baden gehen. Das heißt, eventuell danach könnten wir den zweiten Legendenauftrag anfangen. Let's go out and play. Ah, wie ich's wusste. What do we have here? There's still a long road. There is still a long road ahead. Haben wir eigentlich letztens einen Liue-Schlüssel gekriegt für die Quest? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Maybe you... No. Oh. Ach so, das sind Direktdekorationen. Ich möchte zumindest mal alle Baupläne haben. Ja, das wird sich jetzt sowieso alles nicht ausgehen. Aber das tut jetzt hier erstmal nichts zur Sache. Aber irgendwann will ich mal alle Baupläne hier gelernt haben. Deswegen kaufe ich jetzt schon mal alles leer. Thank you.
Ja, und da ist halt immer noch genug, das wir lernen müssen. Ich meine, guckt euch das mal an, wie viel da noch ist. Und wir haben gerade über 6K rausgeschmissen. Ja, und da haben wir erst letztens eingekauft. Ich frage mich nur, wie man das da hochkriegt. Ich habe keine Ahnung, wie man die Vertrautenstufe steigert. Weil simples Hinstellen ist nicht... Ist es nicht, das simple Dekorieren. Was haben wir denn eigentlich für Kann-Mission? Das war es nicht. Stelle ein Dekorationsset auf. Ich habe kein Dekorationsset. Erreiche Vertrautenstufe 3. Wie? Wie erhöht man die Vertrautenstufe? Stell in einem Gestaltungsplan 10 Dekorationen vom Typen Felsen auf. Die Felsen habe ich alle weggemacht, ne? Ja, aber dafür gibt es sowieso nur. Ich guck mal kurz. Genshin, Kanne der Vergänglichkeit. Dekoration, Baupläne, Lasterhöhen, Kameraden, Vertrauten, Stufe erhöhen. Habt ihr die Kanne der Vergänglichkeit, solltet ihr möglichst viele verschiedene Dekorationen bei Knolle herstellen, um ihr Vertrauen zu erhöhen und damit auch die Vertrauten... Also man muss herstellen! Okay, ich lasse das jetzt mal ganz kurz durchlaufen hier. Nein, ich will das Paimon-Bild sehen. Ah. Ein schönes Paimon-Bild. Oh, es ist vorbei. Ist Knolle da gerade eingepennt? Ich lasse das jetzt auch noch durchlaufen. So, jetzt ist es durch. So. Erlerne 120 Dekorationsbaupläne. 20.000 Adeptenkraft. Vertrautenstufe 4. Erhalte 600 Stück Holz. Erhalte 50.000 Kandaler. 17.000 habe ich bisher, okay. Stelle 120 Dekorationen her. Ab 21.
Okay, aber dann stellen wir jetzt mal Dekoration her bei Knolle. Beim Herstellen zu erhalten. Aha. Ah, okay. Da steht sogar drauf. Dafür erhalte ich auch was. Was? Ich habe keine... Ich habe keine mehr davon. Okay. Naja, aber jetzt weiß ich, dass ich eigentlich einfach nur... Nein. Dass ich einfach nur da rein dingsen muss. Gut, aber wir können uns 5 Flaschen kaufen. Das heißt, wir sollten beim Herstellen jetzt erstmal alles herstellen, was uns nochmal was gibt. Das da beispielsweise. Das da. Ja, jetzt erstmal herstellen. Und eins können wir jetzt noch herstellen. Dafür stellen wir die Bank hier her. Oh, okay, da kann Yuemir nichts machen. Mhm. Und dann kann ich schon mal 2 in Auftrag geben. Das hier. Dafür brauche ich einmal Tannenholz und 2-mal rote Farbe. Yuemir. So. Einmal Tannenholz, 2-mal rote Farbe. Zack. Und einmal Tannenholz. Birken, Exquisit, Kiefern, Dürsen, Duftzweig, Tannenholz da. Einmal, ne? Oh. Was? Ah, da. Da. Yuemir. Und den Kronleuchter hier. Was brauchen wir dafür? Birkenholz. Birkenholz. So, die 2 Sachen laufen dann schon mal durch für morgen dann. Und das da. Wohnhaus mit überhängender Mansarde. Monstet. Okay. Umwandeln. Okay. Ab vertrauten Stufe 4 können wir dann umwandeln. Oh, ich kann mittlerweile 3 Kameraden platzieren. Und die Last ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch geiler, ne? Versuchen wir mal 10 Baupläne aufzustellen, weil ein Dekorationsset werden wir nicht aufstellen können. 10 Steine brauchen wir. Die Last ist immer noch rot. Ich rast aus. Wie will man das bitte ändern? Hä? Da. Ich habe nur 9 Steine. Wen stellen wir denn da noch rein? Ayaka, würde ich sagen. Stellen wir da Ayaka dazu. Große Dekoration. Aha. Wo ist das? Da. Okay.
Dann stellen wir das dahin. Jetzt erstmal. Kameraden. Obwohl, wir sollten da eigentlich Yelan hinstellen, weil ich tue ja schon fleißig für Yelan grinden. Ich kann mein... Ich kann keinen dritten... Okay. Ups. Achso, denn ich habe den Stuhl gar nicht eingesammelt. Abbrechen. Einsammeln. Okay, ich kann Yelan immer noch nicht hinstellen. Einsammeln. Yelan ist immer noch nicht ready. Einsammeln. Yelan ist immer noch... Du hast... Was? Du hast dein Limit für Dekorationseinrichtung erreicht. Was? 2 von 3. Was? Änderung verwerfen. Okay, ich glaube, das ist gerade ein bisschen buggt. Weil ich glaube, ich sollte einen dritten da hinstellen dürfen. Jetzt raus aus der Kanne. Oh, ich habe noch mal 10 von den Dingern gekriegt. No. Ad Astra. Thank you for comp. In 5 Tagen wird das resettet. Haben wir hier eigentlich noch ein bisschen was zum Kaufen? Was wir jetzt unbedingt brauchen. Ich glaube nämlich nicht, ne? Ne. Ah-ah. Okay, so, dann. Ja. Fahren wir hier die Muscheln. Und dann machen wir die normale Loot-Tour, die ich sonst auch immer mache, nur ohne die Seidenblumen. Also ich werde die Seidenblumen in Liyue mitnehmen, aber ich werde jetzt nicht zum Gasthaus reisen, um Seidenblumen aufzusammeln, weil es braucht keiner mehr Seidenblumen. Hudao war die einzige, die Seidenblumen brauchte und die ist Level Max. Dieses Level Max. Nicht Level halb, die ist Level Max. Alright. Hip.
Ba-ba-ba. So. Mann, das wird gleich wieder nervig. Da drüben auf der Insel war, glaube ich, auch noch eins, ne? Sördele. Und auch wenn wir eigentlich das Koalapis für Kekwin bräuchten und die Glaslilien für Ningguang, werde ich die jetzt erstmal für die Geo-Dinger sammeln. Sammeln und kaufen. Ich glaube, ich habe Yelan schon mal hochgeprügelt, ne? Nein, auf dem anderen Account habe ich die hochgeprügelt. Okay, dann brauche ich die 168 oder so. Also, erstmal hier hin. Hallöchen. Hundertneunundsiebzigtausend haben wir nur noch. So. Thank you. Dann haben wir den zweiten Händler abgehakt. Dann kommt jetzt noch ein dritter Händler. Ha. Hallöchen. Ich würde bitte gern das da kaufen. Ja komm, die anderen beiden Sachen kann ich mir auch noch mitkaufen. Und da ich mich jetzt sowieso teleportieren muss, hacke ich auch kurz die anderen beiden Händler ab. Zack. Und rein theoretisch sollte ich mit Lumine Löwenzahn sammeln. Ja, das könnte ich machen, bevor ich zum anderen Händler gehe. Also ich gehe zum Händler, dann gibt's Löwenzahn, dann gibt's Händler Nummer 2 in Mondstadt und dann gibt's Seidenblumen, weil ich lasse die ungern stehen, wenn ich schon dran vorbeilaufe. Und Glaslilien. Und dann Koalapis und dann sind wir durch. Und dann ist auch die Aufnahme fertig. Hallöchen, Flora. Ich hätte bitte gern Windmühlennastern und Lampenkraut und Wasserlilien. Zack. Windmühlennastern können wir bald mal aufhören. Eigentlich müssten wir die auch nicht kaufen, die Windmühlennastern. Die gibt's legit überall in Mondstadt.
Aber hier Ding, Löwenzahn. Obwohl ich pack Ding aus für Löwenzahnfarm. Weil es einfach schneller geht. Hier, zu große. My experiment will succeed. Oh. Nein. P? Nein. L? Ah. Fuck. Ö? Nee. Scheiße, was war ihr Button? U, I, D. Okay, es wurde nicht gewertet. Ich mach kurz das Textdokument auf. Zack. Liste von Charakterleveln. Ningguang, Sarah, so große, D oder E? D. So. Ohne Brille und ohne Hut. Ich sammle nicht allen Löwenzahn, sondern nur da, wo ich weiß, dass es einiges von gibt. Und das sind zwei Locations. Einmal hier, wo ich jetzt gerade bin, da gibt es 3 plus 4 sind 7, 8, 9. Und dann gibt es noch einen anderen Fleck, da gibt es glaube ich nochmal 5 oder so. So, und der nächste Plätzchen ist markieren. Hopp. Und teleportieren. Ja. Hier. Fünf. Sechs. Sieben. Neun. Zehn. Hier gibt es bestimmt noch irgendwo einen. Aber das sind alle, die ich immer sammle. Autschi. Ach, das sind Faduis. Da unten wäre noch 11, oder? Ne, das ist ein Baum. Ja, ich glaube, wir haben alle. Sind das Waldbeeren oder die komischen Chili-Dinger, die ich nicht brauche? Das sind Chili-Dinger. Oh, und solange wir nicht hier die Dinger haben, sollte ich das da ausrüsten, weil sonst kriegen wir keine Samen. Gut, das waren jetzt aber das war jetzt der Löwenzahn und dann geht's wieder ab nach Liyue. Und wir können gleich auf Lumine verzichten und wechseln direkt zu Euler, weil für das Kolapis brauchen wir einen Zweihänder. Ansonsten dauert das Jahre. Euler.
I'll scout ahead. More speed. More speed. Dass ich auch immer so leise bin beim Farmen. Aber ich weiß nicht, das ist halt, sobald ich am Farmen bin, tue ich das eigentlich offscreen und dann bin ich, halte ich die ganze Zeit meine Fresse. Aber ja, ich brauchte jetzt eine Folge. Eine Folge. So. Und das war mein normaler Looting Weg quasi. Also so wie ich halt immer loote, ne? Ach, natürlich, Anna ist nicht mehr da. Gut, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Genshin Impact wieder ein. Ciao. Just to see you again. And I